Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Schön, dass du hier auf meinen Kanal gefunden hast. Und wir wollen jetzt in eine neue Tagesbotschaft reinschauen, in den 26.01. Und ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Gestern hatten wir ja eigentlich so eine schicksalhafte Veränderung in der Liebe. Also ja, da schauen wir jetzt einfach mal rein, gell? Was da aufs Kollektiv denn heute gesagt wird. Okay, heute kommt die Gnade. Der Gnadenstoß sozusagen. Nee, ihr wisst ja, ich scherze ja immer mal, gell? Ja, es geht heute um Gnade. Öffne dich für Liebe und Mitgefühl und erinnere dich, dass du bedingungslos geliebt wirst, ja? Und wenn du nicht von anderen geliebt wirst, von oben wirst du auf jeden Fall geliebt, ne? So ist es ganz einfach. Und da haben wir aber auch gleich die Karte: Das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Vertraue dich der liebevollen Führung des Universums an. Ja, also das ist heute wirklich so. Ich wusste schon, warum ich hier so die Schutzengel von Kai Kuei hier mit dabei habe, gell? Dass wir nochmal hier in die Engelsbotschaften reinschauen. Also wie schon gesagt, am heutigen Tag geht es um die Gnade. Du sollst dich hier für die Liebe öffnen, für das Mitgefühl. Ne? Du sollst dir bewusst machen, dass du bedingungslos geliebt wirst. Und wenn du nicht bedingungslos von gegenüber geliebt wirst, dann wirst du sowieso von oben geliebt. Ja, auf jeden Fall wirst du geliebt. Und das Universum möchte dir hier auch irgendwas sagen, irgendwas mitteilen, vielleicht auch in Form von Zeichen. Also wenn diese Karte so erscheint, dann wirst du vielleicht Musikbotschaften bekommen, wirst irgendwo Zeichen hingelegt bekommen. Ne? Also da kannst du mal irgendwas finden, so auf der Straße. Na gut, Federn vielleicht jetzt nicht. Im Schnee vielleicht vielleicht ein Eisherz oder irgendwie irgendwas anderes, eine andere Figur aus Eis, was dich ansprechen tut. Das Universum antwortet ganz einfach immer so mit Botschaften, dass es für dich relevant ist, ja, dass du merkst, ja, das ist so eine Botschaft für mich. Also achte da mal vermehrt darauf, ne? So, was sagt das Schutzengel-Orakel hier? So, meine Kleine hat mal wieder rumgegiekst hier. Okay, also mal gucken, was die Engelchen hier sagen. Die Engelchen sagen dir jetzt erstmal, Vergebung und Verständnis sollst du heute hier zeigen in einer Sache. Dann ein spirituelles Wachstum kommt dir auf dich zu in einer Situation und in irgendeiner Sache erhältst du heute hier ein Nein. Ja? Okay, ja, sieht ganz schön traurig aus. Also, das muss jetzt nicht von dem Gegenüber sein oder so. Das kann natürlich auch in irgendeiner Sache sein. Vielleicht tätigst du einen Anruf, vielleicht willst du irgendwas wissen, vielleicht erkundigst dich bei irgendetwas, erreichst vielleicht niemand oder dir sagt jemand, nee, es geht nicht oder sowas. Also, sowas kann das hier schon sein, ja. Vielleicht auch so ein bisschen Nein an Gefühlen, ne? Hier sieht man ja, wie dieser Engel die Hände wieder öffnet und die Gefühle jetzt einfach wieder rausfließen lässt, so ungefähr, ja. Also wie gesagt, die Energie, die heute hier so kommt, ne? Die geht jetzt darum, dass du, wie schon gesagt, in dein Mitgefühl sein sollst. Das Universum möchte gern mit dir reden. Achte hier wirklich auf die Zeichen, die zu dir kommen. Vergebung und Verständnis für eine Situation sind hier wichtig. Du bekommst in irgendeiner Sache ein Nein heute und es dient trotzdem alles deinem spirituellen Wachstum. Ja, alles dient unserem spirituellen Wachstum. Das ist ganz klar. Alles. Ne, alles, was hier geschieht, jeder Mensch, der in unser Leben kommt, an allen Dingen lernen wir. Also, das habe ich im Laufe des Lebens und manchmal könnte man bei mir denken, ich habe schon zwei Leben gehabt hier. Ich habe vielleicht auch schon mehrere Leben gehabt, aber irgendwie hat man so das Gefühl, bei dem, was man. Aber meine Kleine, die feixt jetzt erstmal, die lacht sich, die hat hier vollen Lachkrampf. Wartet mal, ich bin gleich wieder da. Meine Lieben, entschuldigt, falls ihr meine Kleine so feixend hören habt. Ja, der große Bruder spielt gerade mit ihr. So, und da lacht sie sich dann immer kaputt. Und ich mache jetzt erstmal schnell die Tagesbotschaft hier zu Ende. Also, was kommt denn heute aufs Kollektiv zu? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich hier gewesen bin. Vielleicht kommt auch so eine kleine Störung bei euch heute rein. Ne, auch so ein Lachen irgendwie. Wer weiß. Obwohl das ja keine Störung ist. Es ist ja total niedlich, ne? Wenn so eine kleine Maus von 5 Jahren da so feixen und lachen tut. Ich finde das immer total süß. So. Okay.
Ja, also es geht heute hier, ich stelle das mal hier ein bisschen weiter runter, es geht heute hier um deine eigene Klarheit, ja. Du zeigst dich heute hier als entweder die Herrscherin im Bild, aber mir kommt eher rein, eher als so die Königin und die Energien, die hier gezeigt werden, ja. Du bist hier irgendwie dir über etwas im Klaren. Auf jeden Fall willst du hier diese Freude wieder haben. Vielleicht triffst du dich auch heute mit einer Freundin, mit einem Freund irgendwie, machst irgendwas, damit es dir hier ein bisschen besser geht, ne? Weil ich sehe hier von Liebe ziehst du dich auch ein bisschen erstmal zurück, vielleicht auch von Kommunikation. Auf jeden Fall geht hier ein Stillstand raus und eine Unentschlossenheit, die hier war, ja, die kommt jetzt langsam Stück für Stück wieder in eine Leichtigkeit, ja. Vielleicht bist du aber auch noch unentschlossen, ob ein Neuanfang in einer Sache gut wäre. Auf jeden Fall sind hier ganz starke Belastungen hier, die man hier sieht. Es hat dich vielleicht auch etwas belastet und hier kommt jetzt die Fülle rein, ja. Es wird sich also hier etwas verändern. Und ich sehe hier mit der Herrscherin, dass es halt eine Sache ist, dass hier wieder was in die Kontrolle kommt. Also du hast hier wieder etwas unter Kontrolle, was vielleicht auch vorher so ein Stück weit dich unzufrieden gemacht hat. Ja, also wir sehen ja, dir möchte jemand was reichen und du willst das vielleicht auch gar nicht so richtig annehmen. Du bist total unzufrieden irgendwie, aber du hoffst natürlich trotzdem hier. Ne, dass was Gutes kommt. Und du bist natürlich auch misstrauisch, vielleicht auch jemanden hier gegenüber. Ja, du hältst dich überwiegend so ein bisschen im Hintergrund auf. Das Ganze schmerzt dich zwar, das macht dir einen gewissen Liebeskummer vielleicht auch noch. Ne, du hältst dich im Hintergrund auf und du hoffst natürlich, dass hier jemand wieder mit auf dich zukommt oder hier mitmacht. Ja, einfach mal hier. Ja, mir kommt jetzt auch so ein bisschen rein, guck mal, das Herz ist ja hier gepflegt und hier tun welche etwas vorbereiten. Ne? Also ich weiß nicht, was das wird, ob das hier so ein Teppich oder sowas wird. Auf jeden Fall kommt mir hier so ein bisschen rein, man versucht vielleicht auch hier so ein Stück weit das Herz wieder zu flicken. Ne? Vielleicht du selber, vielleicht hoffst du, dass dir jemand dein Herz wieder mit Flicken tut. Und auf jeden Fall ist man heute in so einer Energie, man will hier wirklich harte Arbeit in eine Sache reinstecken, damit hier wieder dieses Wachstum der neuen der Münzen reinkommt. Also damit hier wieder wirklich was erfolgreich gemacht wird, ja. Also das ist auch vielleicht eine Wertschätzung. Vielleicht bekommst du aber auch Wertschätzung heute für die Arbeit, die du leistest. Und damit sind wir gleich mal beim Beruflichen angelangt. Ne, da bekommst du ja auch Klarheit hier, dich wird was erfreuen. Vielleicht hast du dich so ein bisschen zurückgezogen von Kommunikation, vielleicht auch mit Kollegen oder sowas. Und ja, hier ist halt eine Unzufriedenheit, ne? Entweder wegen einer Person oder vielleicht auch so wegen des Chefs. Und du hast dich da halt im Hintergrund aufgehalten. Vielleicht bist du aber auch so ein Stück weit misstrauisch, ne? Weil hier so eine Unzufriedenheit drinne war wegen dem Chef, wegen der Chefin vielleicht auch oder generell wegen der Sache hier im Beruflichen. Und ja, man arbeitet hier hart daran, dass man überhaupt wertgeschätzt wird. Ja, das kommt mir so rein. Man arbeitet hart daran, irgendwie was zu bekommen, eine Belohnung zu bekommen. Und die kannst du bekommen. Ja, die kannst du ernten heute. Ja. Okay. Ja, das ist so. Ach Mann, ich habe so eine ganz komische, unzufriedene Energie hier drinne. Ne, also so ein Brocken auf dem Herz. Und man versucht das irgendwie zu flicken und ja. Ah, guck mal hier, das ist so ein Verlust, ne? Es nagt auch. Was kommt heute noch am 26.01. zu? Ja, hier nagt was im Inneren. Was nagt denn da? Ja, du hast halt hier einen Wunsch, ne? Du hast halt hier einen Wunsch oder du willst Klarheit in der Sache haben, aber
bewegst dich auf Irrwegen, weißt nicht, was du tun sollst, ja. Du kannst auch keine Entscheidung irgendwie treffen. Du richtest dich ja darauf aus, auf dieses Komplizierte oder wenn es hier um Gegenüber geht, dass vielleicht noch eine andere Person hier mit dabei ist, ne, was er dir vielleicht auch nicht sagt, was er vielleicht vor dir geheim hält. Du denkst natürlich, dass er sich vielleicht auch ja irgendwie auf die Reise macht zu jemand anders vielleicht auch, ne? Aber hast vielleicht auch Sehnsucht in die Richtung. Es macht dir echt einen Kummer hier. Wir haben ja den Liebeskummer im Herzen. Ne? Man will die Entscheidung hier noch treffen, das irgendwie aufzuklären, diese ganze Sache. Ja, einfach mal miteinander zu reden, das aufzuklären. Und ich sehe, es nagt hier ganz gewaltig an deinem Inneren hier. Ja, weil du möchtest diese Stabilität, dieses Gleichgewicht wieder haben und nicht in so einer Energie sein, was ja, was dich hier so eine Angst und Verlust halt kostet. Und ich kann dir schon mal sagen, du hast hier schon eine längere Zeit schon diese ganze Unruhe, ja. Und diese Unruhe wird sich aber verändern, ne? Ich möchte mal wissen, wie verändert sich denn diese Unruhe? Ja, guck mal, in Glück wieder. Wir haben das kleine und große Glück sogar hier liegen. Also guck, ne? Ich habe neben gerade so eine total traurige Energie von dir wahr, ne? Also von irgendjemand hier aus dem Kollektiv, vielleicht auch von mehreren Personen. Auf jeden Fall, vielleicht ist es ja wirklich so, dass man hier schon eine längere Zeit so total durcheinander und nervös ist und man hofft natürlich, man hofft, dass alles gut wird, man hofft, dass dieser ganze Verlust hier rausgeht und ja, dass einfach hier alles wieder gut wird, ja, alles wird wieder gut, also so die Energie kriege ich hier rein, ne? Man hofft ganz einfach, ja. Ja, im Beruflichen sehe ich auch, dass hier, dass man hier Klarheit haben möchte, warum, weshalb bringt dich hier jemand vielleicht auch durcheinander, ne? Du kannst da auch keine richtigen Entscheidungen treffen. Entweder geht es hier noch um eine andere Person, auch im beruflichen Bereich, die ja falsch ist, oder man richtet sich halt hier irgendwie auf diese ganze Sache auf. Also die Sache nimmt einen hier total mit, ne? Die Sache nimmt einen hier total mit. Und auch im Beruflichen ist hier irgendwie so ein gewisser Verlust im Inneren. Ja, vielleicht hast du dir was gewünscht und das erfüllt sich nicht, vielleicht deswegen dieses Nein. Na? Ja, du wartest halt hier auf etwas. Ja, es bereitet dir einen Verlust hier. Aber es können ja auch mit der Zeit Gespräche im Beruflichen vielleicht nochmal kommen, ne, die so einen gewissen Erfolg mit sich halt versprechen. Ja, genau. Was haben wir hier noch? Ich lasse mich mal ganz kurz noch reinfühlen. Ja, es nagt ja auch noch mal am Glück, wer hier wirklich auf die Liebe guckt oder auf berufliche Themen oder Themen, wo man wirklich einen Wunsch in irgendeine Richtung hat. Das sehe ich auch. Es nagt ja im Inneren. Man möchte was Festes haben. Man möchte etwas Stabiles. Man möchte wirklich den Halt hier innerlich auch wieder haben. Den hat man nämlich gerade so ein Stück weit verloren. Und es wird jetzt ganz einfach mal Zeit, dass diese Unruhe hier rausgeht, ja, dass einfach mal das Glück hier reinkehrt in dein Leben, ne? Vielleicht hast du auch gerade so ein paar bestimmte schwere Zeiten hinter dir, was sich überhaupt nicht so toll anfühlt. Aber guck mal, egal was du gerade durch hast, es hat dir gedient, ja. Und wenn du mal zurückschaust, es dient dir, diese ganze Sache. Ja, das soll ich jetzt auch noch mal sagen. Vergebe der Person, ja. Und wenn jetzt immer ein Problem zwischen zwei Menschen gibt, dann ist das immer nicht nur das Problem eines Menschen, sondern dann ist das das Problem zweier Menschen. Ja, weil immer zwei Menschen hier zu dieser Sache damit beitragen. Der eine hat eine Erwartungshaltung, der andere kann dem nicht gerecht werden, ja, zum Beispiel. Oder dass man sich ganz einfach etwas wünscht und das halt nicht in Erfüllung geht und dann kommt man in den Mangel und es geht halt immer erstmal darum, dass man sich das, was man sich wirklich von anderen Menschen wünscht, dass man sich das in erster Linie sich selber gibt. Dass man erstmal gut aufgestellt ist, ja. Und dann, egal was dann von außen kommt, ja, wenn du richtig gut aufgestellt bist, in deiner Mitte bist, kann dich nichts erschüttern. Auch wenn noch eine Person noch so schlimm zu dir ist, kann dich das nicht erschüttern, ja. Weil du in deinem Glauben, weil du in deiner Liebe angekommen bist. Guck mal, und jetzt geht die Kerze aus. Ja, jetzt geht die Kerze aus und der Rauch, der zieht davon. Okay, Ende gut, alles gut, gell, so ungefähr.
Ich würde jetzt aber mal noch eine engeren Ahnen springen lassen hier, wenn wir schon mal bei der ganzen Engelsenergie sind. Dann gucken wir mal, was die engeren Ahnen hier noch für einen Tipp haben. Ja, vielleicht geht heute so ein Stück weit ein kleines Lichtchen aus für dich, ne, wo du was, vielleicht was du dir halt auch gewünscht hast. Und dann ist hier der Richtungshüter. Du sollst deinen Weg wählen. Wähle deinen Weg. Hier ist auch so das Sonnenrad, das Rad des Schicksals ist hier mit drinne. Ne? Achte hier wirklich darauf, welchen Weg du gehst. Ja, welchen Weg du jetzt wählst in deiner Angelegenheit. Und dann gucken wir mal, was die Rune noch sagen. Welche Rune begleitet uns denn hier durch den Tag? Ja, hier kann auch eine Unruhe rausgehen, ne? Hier kann was in Bewegung kommen auch, weil wir haben hier den Impuls, den Herzschlag. Wir haben hier das Rad, die Rado, das Rad, was sich nach vorne dreht, ganz einfach, ne? Wo was in Bewegung jetzt hier kommt. Also hier kommt auf jeden Fall Fahrt in eine Sache, Bewegung in eine Sache. Ja, aber irgendwie macht es sich noch so ein Stück weit fertig, weil die ganze Sache noch nicht so ist, wie du es vielleicht auch gerne hättest. Ne? So, und da werde ich jetzt mal ganz kurz die Kerze auswechseln, das Lichtchen. Na, komm her. Werde ich dann morgen eine neue reintun. Und dann aktivieren wir die Rado jetzt mal. Ne? Also hier kommt auf jeden Fall etwas in Bewegung. Ja, aber in irgendeiner Sache kommt halt ein Nein. Ja? Und das musst du halt dann akzeptieren. Das ist so. Ja, aber du kannst aus dieser Erfahrung lernen. Du kannst auf jeden Fall hier was draus mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz wundervollen Tag und ihr bekommt später noch von mir das Monatsorakel schon mal für den Februar und dann bekommt ihr später noch von mir die Wochenendbotschaft. Ja, ciao, ciao, mein Lieben, bis dann.